Der nächste Morgen. Die erste Adresse, an der eine Verwandte von Manuela leben könnte, liegt hier am Rande des Ruhrgebiets in Essen. Hier ist eine Christiane Pfundner gemeldet, eine vage Spur, denn im Moment wissen wir noch nicht einmal, ob diese Manuela Pfundner, die 1991 an einem Reitturnier in Sachsen teilgenommen hat, Kerstins Zwillingsschwester ist. Aber genau das versucht Tim nun herauszufinden. Tim hat kein Glück. Im ganzen Haus reagiert niemand auf sein Klingeln. Er hinterlässt eine knappe Nachricht und bittet um einen Rückruf. Noch will Tim aber nicht zur nächsten Adresse weiterfahren. Vielleicht kann ja jemand aus der Nachbarschaft weiterhelfen. Entschuldigung, ja. Darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja. Ich bin auf der Suche nach der Christiane Pfundner, eine Nachbarin von Ihnen, sagt das. Pfundner, das ist eine Nachbarin, sind ja reingezogen. Pfundner. Sagt Ihnen das was? Lehrerin. Lehrerin? Die müsste, ja, wenn die Unterricht jetzt hat, dann wird die nicht da sein. Okay. Die müsste aber da wohnen. Wissen Sie zufällig, wie alt sie ist? Geht so auf die 40 zu. Okay. Ich bin auf der Suche nach einer Manuela Pfundner eigentlich. Und ich hatte die Hoffnung, dass Christiane vielleicht in irgendeiner Form mit ihr verwandt ist. Sagt Ihnen das was? Nein. Das wüsste ich nicht. Ne? Ich suche eigentlich für eine Frau, suche ich die Zwillingsschwester. Und das ist eventuell diese Manuela Pfundner. Mhm. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Weil die Zwillingsschwester wäre ja dann irgendwie der Dame ähnlich. Nein. Gar nicht? Ich wüsste ja auch nicht, ob die hier. Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee. Trotzdem ganz, ganz lieben Dank. Bitte. Danke für Ihre Hilfe. Lassen Sie ruhig, das macht nichts. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Ebenso, danke. Tim beschließt, zur nächsten Adresse auf seiner Liste zu fahren, nach Bochum. Die Stadt liegt nur 18 Kilometer entfernt. Doch nach wenigen Minuten Fahrt erreicht ihn ein Anruf im Auto. Tim Bix, hallo. Hallo, Pfundner. Hallo, Frau Pfundner. Tim Bix ist mein Name von Sat.1. Spreche mit der Christiane Pfundner. Ja. Super. Frau Pfundner, entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach einer Manuela Pfundner. Sagt Ihnen das zufällig was? Nee, kennen wir nicht. Manuela gar nicht. Pfundner. Also ich bin auch nur angeheiratet, aber soweit ich die Familie meines Mannes kennengelernt habe, gibt es da keine Manuela Pfundner. Der sagt auch noch mal nein, der steht nämlich neben mir. Ach, das ist ja lieb. Vielen lieben Dank. Die Manuela Pfundner, die ich suche, ist am 16. September 1960 in Leipzig geboren. Kommt Ihnen gar nicht bekannt vor? Bitte? Die ist in Leipzig. 1960 in Leipzig. Genau. Nein, überhaupt nein. Okay. Also würden wir auch ausschließen. Alles klar. Weil die familiären Verhältnisse in andere Richtungen gehen, also örtlich auch. Alles klar. Nicht da. Herzlichen Dank, Frau Pfundner, trotzdem. Und vielen Dank für Ihre Hilfe und entschuldigen Sie die Störung. Einen schönen Tag noch. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Zur gleichen Zeit in Sachsen. 1991 hat eine Manuela, die am gleichen Tag wie Kerstin geboren wurde, an einem Reitturnier teilgenommen. Ihr Nachname war damals Pfundner. Ob sie heute noch so heißt, weiß ich nicht. Also wenn Manuela in den 90er Jahren eine Reiterin war, kann es ja sein, dass sie dieses Hobby immer noch ausübt. Deswegen habe ich mir mal alle Reiterhöfe, die es in der Umgebung von Rathen gibt, rausgesucht. Und jetzt gerade fahre ich den ersten auf der Liste an. Dieser erste Pferdehof liegt in Daube, nur etwa 20 Minuten von Rathen entfernt. Es ist sehr gut möglich, dass Manuela in Rathen gewohnt hat und hier ihrem Hobby nachgegangen ist. Sieht gar nicht aus wie ein Reitdorf, sieht aus wie ein Bauernhof. Hallo, Entschuldigung, keinen Schreck kriegen. Darf ich Sie kurz was fragen? Ich bin auf der Suche nach jemandem und höre mich nämlich jetzt auf Reiterhöfen um. Sagt euch der Name Manuela Pfundner irgendwas? Nee. Gar nicht. Nee, vielleicht eine Reiterin, die schon ein bisschen älter ist. Gar nicht. Nee, sagt mir gar nicht. Also wenn jemand, den man fragen könnte. Soll ich dir Iris mal fragen? Du kannst mal Iris fragen. Ich muss mal abgeben. Das wird ja, Entschuldigung. Manuela Pfundner sagt Ihnen nichts? Gibt's hier keine? Nee, eine Reiterin, ist aber jetzt auch schon 57 Jahre alt.
Nee. Sagt Ihnen nichts. Alles klar. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Tja, also hier kennt niemand Manuela, aber ich habe ja noch viele Reiterhöfe auf der Liste. Weiter geht's. 540 Kilometer weiter westlich liegt Bochum. Mein Kollege Tim ist unterwegs, um Adresseinträge zu Familien mit dem Namen Pfundner zu überprüfen. Einige konnte er schon telefonisch ausschließen. Bei anderen muss er vor Ort nach möglichen Verwandten von Manuela suchen. Die nächste Familie Pfundner soll in der Nähe der Bochumer Innenstadt wohnen. Auf den Klingelschildern ist dann jedoch kein Name Pfundner zu finden. Zu Hause scheint auch niemand zu sein. Tim hört sich um. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ich bin auf der Suche nach der Familie Pfundner, die soll da leben oder gelebt haben. Sagt Ihnen das irgendwas? Gar nichts. Pfundner sagt Ihnen gar nichts? Über 30 Jahre, ich sag mir nichts. Okay, dann kann man nichts machen. Okay. Vielen Dank trotzdem. Ja. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ich bin auf der Suche nach der Familie Pfundner. Die sollen hier um die Ecke wohnen. Sagt Ihnen das zufällig was? Ich dachte vielleicht, weil Sie wahrscheinlich schon länger hier sind, kennen Sie ein paar Leute in der Gegend. Nee? Nee? Die Namen hier nebenan wohnen nur Studenten in dem Haus. Und die Leute, die ich da kenne, ja. Pfundner sagt Ihnen gar nichts. Okay. Vielen lieben Dank. Bitte. Danke Ihnen. Tschüss. Okay. Guten Tag. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Was haben Sie denn für eine Frage? Ich bin auf der Suche nach der Familie Pfundner, die hier leben soll. Pfundner? Pfundner. Sagt Ihnen das was? Nee, überhaupt nicht. Wohnen Sie vielleicht hier in der Nähe? Ja, am Ende der nächsten Straße. Aber Pfundner sagt Ihnen gar nichts. Gar nichts. Was soll das denn? Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Zwillingsschwester, die Manuela Pfundner heißen soll. Und ich habe die Information, dass hier eine Familie Pfundner leben soll. Hast du ja mal schon gehört, auch nicht, ne? Die wohnen doch, die Waldron wohnt doch da. Ja, das ist ja hier in einem roten Haus. Da wohnt die Familie Pfundner nicht. Nein, in der Klingel steht auch jemand komplett nein. anderes. Vielleicht in der Josefstraße. Also Sie scheinen ja hier wirklich viele Leute zu kennen. Vielleicht macht es Sinn, dass ich Ihnen ein Foto zeige, der suchenden Zwillingsschwester. Ja, dann zeigen Sie mir doch mal. Gucken Sie mal, die Gesuchte müsste ihr ähnlich sehen, weil sie eine Zwillingsschwester ist. Ja. Also. Nee, also tut mir leid. Okay, dann trotzdem vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Gut. Okay, vielen Dank. Ja. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Zeitgleich in Sachsen. Während ich auf dem Weg zum nächsten Reiterhof bin, erreicht mich eine wichtige E-Mail. Und die ändert plötzlich alles. Also hier hat sich tatsächlich doch noch eine Mitarbeiterin von einem der Landratsämter gemeldet. Die schreibt mir jetzt, dass sie den aktuellen Namen von Manuela rausgefunden hat. Und zwar heißt die jetzt Manuela Dietze. Also das hört sich sehr gut an. Damit müsste ich doch jetzt wirklich was rauskriegen. Ich muss sofort Tim anrufen, denn unsere Suche nach einer Manuela Pfundner war eine komplett falsche Fährte. Aber jetzt habe ich wirklich eine Chance, Kerstins Schwester zu finden. Ein paar Tage später bin ich erneut mit Kerstin verabredet, um ihr von meiner Suche zu berichten. Hallo Kerstin. Hallo Julia. Hallo. Na, alles gut? Ja. Und bei dir? Oh, schön. Ja? Ja. Dann komm rein. Ja. Kennst du ja schon. Ja. Kerstin, ich habe dich ja nicht ohne Grund noch mal hierher eingeladen. Ich habe sehr lange nach deiner Zwillingsschwester gesucht. Und ich habe auf meiner Suche leider erstmal eine komplett falsche Fährte verfolgt. Mhm. Aber ich habe irgendwann auch rausbekommen, wie deine Schwester heute mit Nachnamen heißen soll. Dietze. Mit dieser Information habe ich dann weitergesucht. Und dazu möchte ich dir gerne was zeigen. Ehrlich? Ja? Okay, dann guck mal. Also mit der Information, dass Kerstins Schwester Manuela Dietze heißt, konnte ich jetzt ganz konkret suchen. Ich habe zwar weder eine Adresse noch irgendeinen Eintrag gefunden, aber der Name taucht hier in der Umgebung einmal auf. Und zwar im Zusammenhang mit einer sogenannten Line-Dancer-Gruppe. Da soll sie Mitglied sein und da fahre ich gerade hin.
Kontakte? Hallo. Ich suche eine Tanzgruppe. Ganz hinten bitte. Ganz hinten durch. Dankeschön. Ah ja, jetzt höre ich es auch. Ach, jetzt weiß ich auch, was das ist. Line Dance mit Country Musik. Okay, jetzt komme ich einfach rein. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wer Manuela ist. Entschuldigen Sie, die Störung. Hallo, Julia Leibschick ist mein Name. Ich bin René. Hallo. Ich störe auch nur ganz kurz. Ja. Ich müsste mal mit der Manuela Dietze sprechen. Ist sie hier? Eine Manuela Dietze habe ich im Training bei mir drin, ja. Ist aber heute nicht da. Sie hat sich für heute abgemeldet, ist aber ab morgen ist sie wieder da. Ah, wie schade. Okay. Ja, warum suchen Sie denn die Manuela? Es geht um eine Familiensache. Also okay. Eine schöne Überraschung, ja. Glaube ich. Und ich müsste eigentlich persönlich treffen. Haben Sie vielleicht eine Adresse oder so? Ich müsste nachschauen, aber ich denke, ich habe die Adresse, ja? Von ihr da. Könnte ich aufschreiben. Ach, das ist aber ganz lieb. Da warte ich einfach so. Okay, ich mache nur einen kurzen Titel an. Ja, für klar, alles klar, für die Damen. Super, die okay. Alles klar, ich warte hier. Also, ich mache euch mal noch einen Titel. Super. Da haben wir ja viel gemeinsam. Machst du das auch? Nee, aber ach, ich wollte das mal machen. Und da ich so groß bin, haben sie mich nicht genommen. Vielleicht nehmen die dich. Jawohl. Ja, alles klar. Genau, war René, ne? René, genau. René Menger, genau. Ich habe eine große Bitte. Ja. Nicht die Manuela anrufen, weil ich würde wahnsinnig gern erst persönlich mit ihr sprechen. Okay. Ja? Ich werde dir aber dann sagen, dass René mir geholfen hat. Okay, na ja, da wird es ein bisschen freuen. Und toll, die tanzen immer weiter. Ne? Ja. Egal, was passiert. Richtig, richtig. Sehr gut. Schön. Guter Lehrer. Danke schön. Ja, danke. Schön. Tschüss. Ja, danke. Also ich glaube es erst, wenn sie vor mir steht. Ich brauche jetzt noch eine Nacht Geduld. Und wenn ich dann ganz viel Glück habe, kann ich morgen endlich Kerstin Schwester Manuela treffen. Ich bin dann natürlich sofort am nächsten Tag zu der Adresse gefahren. Und das zeige ich dir jetzt. Ja? So, das ist die Straße. Ich muss dann da vorne sein. Hier ist 15, da ist die 13. Dann parke ich mal hier. So, jetzt wird's spannend. Ich würde es mir echt wünschen, vergesst den, dass jetzt alles gut geht. Okay, Familie Dietz. Ich sehe mal. Doch. Hallo. Hallo. Julia Leischig. Ja. Manuela Dietze? Ja. Ja? Ich habe eine Frage. Ist Ihr Geburtstag der 16. September 1960? Ja. Und sind Sie geboren unter dem Namen Meißner? Ja. Es gibt jemanden, der Sie sehr, sehr vermisst. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, wenn es möglich ist. Okay. Oh, alles klar, danke, komme ich rein. Schuhe anlassen? Ja. Alles klar. Alles gut. Ich hab's gefunden. Das ist deine Zwillingsschwester. Ja. Die sieht man ja jetzt ein bisschen ähnlich. Ja. Ach Gott. Oh Gott. Euch nie trennen dürfen, ne? Dann hatte ich natürlich ganz große Neuigkeiten für Sie. Ich zeig dir das mal, ja? Manuela, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich hier bin, weil es jemanden gibt, der wirklich schon sehr lange auf der Suche nach dir ist. Ich bin hier, weil deine leibliche Schwester dich sucht. Du hast eine Schwester. Das habe ich nicht gewusst. Davon hast du nichts gewusst bisher? Nee. Dann weißt du gar nicht so sehr viel über deine Geschichte und die Umstände, was früher war. Nee, gar nicht.
Mein Vati hat mir mit 11 oder 12 davon erzählt, dass ich adoptiert wurde. Und das war es dann aber auch. Es ist nie wieder drüber gesprochen worden. Dann glaube ich, habe ich noch eine viel größere Überraschung für dich. Denn deine Schwester Kerstin ist deine Zwillingsschwester. Nee. Ihr seid zweieige Zwillinge. Oh, jetzt krieg ich jetzt. Die hat's nicht gewusst. Du hattest keine Ahnung, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Sie wusste das. Ich glaube, das ist auch deswegen so besonders schmerzvoll für sie. Und deswegen hat sie auch so besonders große Sehnsucht nach dir. Also hat sie mehr Erinnerungen an die Zeit. Ihr wart ja im Kinderheim in Strehla. Und sie weiß nur noch, ja, schemenhaft, dass du auf einmal weg warst. Und dass für sie natürlich die Welt zusammengebrochen ist. Das glaube ich, das muss schwer gewesen sein. Und sie hat mir erzählt, dass es halt oft so war im Heim, zum Beispiel Weihnachten. Alle sind irgendwo hingegangen und sie war als Einzige mit einer Erzieherin noch allein im Heim. Gott. Ich habe ein Bild dabei von euch. Als Babys. Ach so? Oh, schön. Dieses Bild hier hat Kerstin in ihrem Schlafzimmer hängen. Und das ist ihr Schatz, weil das ist das einzige Bild, was euch beide gemeinsam zeigt. Du bist die Kleine. Das ist der Wahnsinn. Ja, so klein, da habe ich keine Fotos. Ich habe noch zwei Bilder für dich. Das bist du und das ist deine Zwillingsschwester. Das ist der Wahnsinn. Warum reißt man Zwillinge auseinander? Ja. Warum? Ich kann es dir leider nicht sagen. Sie weiß es auch nicht. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, was in dir gerade vorgeht. Ich zittere. Ich bin total aufgeregt. Das kribbelt im Bauch. Das ist wie Schmetterlinge im Bauch. Wie schön. Erzähl mir doch bitte mal, wie deine Kindheit war. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, muss ich sagen. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, habe mein Leben lang Sport getrieben, habe 23 Jahre Handball gespielt, bin 15 Jahre Kegeln gegangen. Jetzt gehe ich mittlerweile 12 Jahre zum Line Dance. Also immer in Action, in Bewegung. Manuela, wie sieht denn das Leben bei dir jetzt aus? Wir sind im letzten Jahr im August hier eingezogen. Ich lebe hier mit meinem Mann Gerd und mit meiner Tochter Eileen. Beruflich bin ich in einer Malerfirma in der Buchhaltung tätig, hier in Lommatzsch. Im Moment bin ich total glücklich, zufrieden. Jo. Ich habe dir noch mehr Bilder mitgebracht. Das ist deine Schwester, Kerstin. Ich finde mich in den Augen wieder. Sieht aus, als würde sie viel, viel Wärme geben. Oh ja. Was würdest du dir für euch beide wünschen? Na, ich möchte sie kennenlernen, so schnell wie möglich. Ich möchte wissen, wie ihr Leben verlaufen ist, was sie alles durchgemacht hat, erlebt hat, wie ihre Familie ist. Denkst du, es ist noch mal ein großer Einschnitt in deinem Leben? Ja, definitiv. Bin nur gespannt, was nur auf mich zukommt. Hallo Kerstin, ich bin deine Schwester, deine Zwillingsschwester Manuela. Ich bin gerade total aufgeregt. Ich freue mich, dass du den Schritt gemacht hast. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns so schnell wie möglich sehen können. Ich danke dir. Oh, schön. Kerstin, ich weiß nur, dass es ein großes Unrecht war, dass man euch auseinandergerissen hat. Das tut mir wahnsinnig leid für euch. Und heute ist ein großer Freudentag, weil heute werdet ihr euch wiedersehen. Ich habe sie mitgebracht. Nee. Doch. Sie wartet auf dich. Wir können jetzt zu ihr. Ja. Kerstin und Manuela. Vor über 50 Jahren passierte das, was eigentlich nie passieren dürfte. Die Zwillinge wurden als Kinder auseinandergerissen. Nun, nach mehr als einem halben Jahrhundert, kann dieses Unrecht ein Ende finden. Jetzt ist es soweit. Da vorne wartet deine
Zwillingsschwester auf dich. Ja. Kannst zu ihr gehen? Ja. Ja? Manuela, Kerstin, hier bringe ich noch jemanden. Meine Tochter. Und auch Angelique, Kerstins Tochter, kann ihr Glück kaum fassen. Schön, dass du gekommen bist. Wir sind ganz alleine, eine Großfamilie. Ich wollte euch nur noch kurz alles Gute wünschen und sagen, dass natürlich niemand die Fehler, die damals gemacht wurden, rückgängig machen kann. Aber ihr könnt jetzt gemeinsam in die Zukunft gucken. Ja, ich wünsche euch alles, alles, alles Gute für euch. Danke, alles Gute. Danke, danke, danke. Ja, ich muss dich schon mal drüber. Wir haben uns gefunden. Wie so oft bei Zwillingen herrscht sofort eine große Vertrautheit zwischen Kerstin und Manuela. Und auch Angelique, die nach all den Jahren den Anstoß gab, die Suche noch einmal aufzunehmen, wird von ihrer Tante sofort ins Herz geschlossen.